Ich bin zu BEMA gekommen über eine befreundete Ärztin, die mich eingeladen hat, sich in die Ordination und mir gesagt hat, sie will mir ganz was Bahnbrechendes Neues präsentieren. Ich kenne die Frau Dr. Freisinger schon seit gute 10 Jahre. Und ich weiß auf jeden Fall, wenn sie sagt, dass sie was Neues hat, dass das auch Hand und Fuß hat, und da bin ich gern bereit erklärt, zu ihr zu kommen. Also ich behandle in meiner Ordination von jung bis alt verschiedenste Krankheitsbereiche. Mein jüngster Patient war 2 Tage alt, meine älteste Patientin ist mittlerweile 103 Jahre alt. Und ich behandle eigentlich vorwiegend zusätzlich eben, wenn medikamentöse Therapie notwendig ist. Aber ich arbeite hauptsächlich mit in der Präventivmedizin und mit naturellen Verfahren. Die Mikrozirkulation ist bei jedem Krankheitsbild wichtig. Wir wissen ja mittlerweile, dass es bei mindestens 80% aller bekannten Krankheiten einfach eine gestörte Mikrozirkulation einen verschlechternden Effekt hat. Und um wirklich gesund zu werden, muss ich es schaffen, die Mikrozirkulation wieder zu aktivieren. Von meiner Praxis her speziell behandle ich sehr viele Allergiker und habe auch immer wieder Schmerzpatienten gehabt. Und da waren meine Möglichkeiten früher beschränkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute in Kombination mit der BEMA-Therapie kann ich so gut wie allen Schmerzpatienten auf jeden Fall helfen. Ein Großteil, die den BEMA dann auch zu Hause verwenden, nämlich die 2x8 Minuten täglich, sind nach ein paar Monaten Großteil schmerzfrei. Und das war etwas, was vor der BEMA-Therapie, bevor ich den BEMA verwendet habe, nicht möglich war. Wo ich auch noch genau untersucht habe, Ozonsauerstofftherapie wirkte auch auf die Durchblutung, hat auch Wirkung auf die Mikrozirkulation. Aber wenn ich die BEMA-Therapie, diese 8 Minuten in der Praxis, vor der Ozonsauerstofftherapie mache, dann spare ich dem Patienten ungefähr 1/5 aller Ozonsauerstofftherapien, die insgesamt notwendig sind. Das ist einfach fantastisch. Und ich weiß auch, dass diese Mittel, Nahrungsergänzungsmittel oder andere Präparate, dass die einfach durch die BEMA-Therapie besser aufgenommen werden können. Mikrozirkulation ist das Um und Auf für die Gesundheit.